So, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid heute. Wir waren jetzt gerade unterwegs und haben unter anderem unsere ersten Hexenröhrlinge dieses Jahres gefunden, unsere ersten richtig schönen sammelbaren und natürlich auch einiges mehr gesehen, unter anderem auch einen Steinpilzanzeiger. Also kommt mit, schaut es euch an und begleitet uns auf unserer Tour. So, da haben wir doch gleich unsere erste Hexe gefunden. Nein, ich meine natürlich nicht die Myla, die da im Vordergrund sitzt, sondern diesen wunderschönen Pilz dahinter. Schaut euch den mal an. Wunderschön. Ein wunderschöner Hexenröhrling, der einem direkt von Weitem entgegenleuchtet. Hier mitten im Moos. Tolle Flocken. Ein, naja, sag ich mal, fast perfekter Hut. Hier ein leichter Riss schon drin. Das heißt, da hat schon irgendwas vielleicht dagegen getreten oder irgendein Schaden durch Trockenheit entstanden. Keine Ahnung, aber ansonsten insgesamt wunderschön. Und die würden wir jetzt direkt mal hier rausholen und schauen, wie groß sie tatsächlich ist. Sie fühlt sich schon so an, als wäre sie unten ein bisschen von Schnecken angefressen. Ja, da sieht man schon hier, geht es ein bisschen in die Tiefe rein. Aber für sowas haben wir ja ein Messer dabei und können da gleich ein bisschen anschneiden. Da werden wir jetzt großzügig wegschneiden. Die Natur freut sich auch, wenn sie Reste haben darf. Und da sieht man auch direkt, wie sie blau anläuft. Wahnsinn, wie schnell das geht. Das geht beim Kochen wieder weg, die Blaufärbung. Am Anfang hat man dann aber eventuell noch eine schwarze Pfanne oder je nachdem, wie man sie zubereitet. Man kann sie auch trocknen, da bleiben sie dann auch erstmal noch ein bisschen dunkel. Aber die werden dann wieder gelb beim Kochen. Man sieht auch hier am Hut unten die roten Röhrenenden, die blauen auch sofort bei Berührung. Das geht aber dann alles wieder weg und die ist dadurch nicht giftig. Ansonsten sehr, sehr festes Fleisch. Und ja, ich würde sagen, können wir mit den Röhrlingen loslegen. Schauen wir mal, was wir hier noch auf unserer kleinen Moosstrecke hier finden, ob da noch mehr zu finden sind. So, da haben wir unsere zweite Hexe Charlie. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, wir laufen jetzt mal hier dieses Stück hinter. Ich gestehe, wir haben uns schon vorher kurz gerade ein bisschen was angeschaut, um zu wissen, ob sich das lohnt, aber dadurch kann ich auch sehr zielgerichtet zeigen, was sich hier auf der Strecke alles finden lässt. Hier haben wir einen Rotfußröhrling, ganz typisch mit aufgerissener Huthaut, roter Zwischenhaut zwischen Hut quasi und Hutfleisch, so eine leichte rote Schicht. Unten die gelben Röhren, die sind hier jetzt schon ein bisschen angedunkelt, da ist auch schon wirklich zu sehr aufgeschwemmt, also definitiv nichts mehr, das man sammeln möchte, aber trotzdem hier auf diesem Hügel ein schöner Anblick. Da ist eine kleine Höhle, in der die Charlie tatsächlich schon mal verschwunden ist. Da habe ich mich dann gewundert, warum so komische Geräusche macht unter mir. Hier drüben haben wir dann nochmal einen Rotfußröhrling. Schön versteckt. Der wäre wahrscheinlich sogar noch, ja, der ist, up, das war so nicht geplant. Der ist möglicherweise frisch genug. Die sind halt sehr, sehr schimmelanfällig. Und jetzt nicht unbedingt so super gute Speisepilze, wenn sie nicht gerade total jung und frisch sind. Also den werde ich vermutlich jetzt trotzdem einfach hier lassen, auch wenn er jetzt mir so entgegengefallen ist. Die sind auch ganz oft verwurmt, aber die sind einfach, ja, ja, vielleicht nehmen wir ihn auch mit und schauen, wie er aussieht. Aber die können tatsächlich, es kann sein, man sammelt die und bis man zu Hause ist, haben die schon eine leichte weiße Schimmelschicht an den Röhrenenden. Also da muss man echt vorsichtig sein bei denen, weil der Schimmel dann natürlich sehr unerwünscht ist und dann der ganze Pilz einfach nichts mehr ist. Ich gebe ihn mal kurz zu Steffi und dann schauen wir weiter. Und direkt hier weiter unten sind auch nochmal eins, zwei mindestens. Die sind aber alle tatsächlich schon ein bisschen, ja, voll mit Wasser und aufgeschwemmt, aber ein schöner Anblick sind sie alle mal und natürlich bergen sie sehr viel Hoffnung, dass das Pilzjahr dieses sehr schön werden könnte in Bezug auf Röhrlinge. Schauen wir mal, ob wir noch was haben, beziehungsweise was wir noch haben. Ich habe ja schon eine kleine Vorahnung. Hier haben wir nochmal zwei Rotfußröhrlinge, auch hier wieder die klassisch aufgerissenen Huthäute. Die sind definitiv auch schon ein bisschen trocken. Und dann, da sieht man zum einen, wie verteilt das alles ist und gleichzeitig, wie viel Vielfalt man tatsächlich auf relativ kleiner Fläche finden kann, finde ich. Also das finde ich total spannend. Hier haben wir dann kleine Schirmlinge, die sind mit Sicherheit
giftig, aber natürlich ein Zeichen dafür, dass Schirmlinge jetzt langsam wachsen. Das sind Folgezersetzer. Und da ja die Riesenschirmlinge, also die Parasole auch zu den Schirmlingen gehören, auf gewisse Art und Weise, oder auch zu den Folgezersetzern, darauf kann man dann natürlich jetzt auch hoffen. Und dann habe ich sogar noch gleich eine besondere Überraschung, die wir vorbereitet haben. Oder was heißt vorbereitet? Die wir entdeckt haben. Genau genommen hat sie uns ja diese Wald vorbereitet. Aber auch dieses satte Grün ist einfach toll, oder? Wenn man hier so durchläuft, das macht Spaß. Und dann laufen wir noch ein paar Meter weiter. Spannung steigt. Hoffe ich. Hier, da haben wir es markiert mit diesem schönen Stock. Wenn man hier nämlich an den Fuß guckt, und ich habe schon überprüft, dass es stimmt, dann haben wir hier einen Zwergröhrling. Und zwar einen kleinen Pfefferröhrling. Zwergröhrlinge sind alle essbar. Den kann man hier wie so ein Würzpilz verwenden. Also die haben tatsächlich so einen pfeffrigen Geschmack. Gut zu erkennen eben an der kleinen Größe, an dem Gelbstich überall und dann unten diesen braunen, wirklich zimtbraunen Röhren. Da gibt es, soweit ich weiß, auch keine großartigen Verwechslungspartner. Und wie gesagt, Zwergröhrlinge, also Röhrlinge, die tatsächlich nur so klein bleiben, nicht im Wachstum sind, die sind tatsächlich alle essbar. Der hat hier so richtig gelbes Fleisch. Der verändert nicht groß die Farbe, wenn er angebrochen wird oder angeschnitten. Und den kann man, wie gesagt, als Würzpilz mitnehmen. Und, jetzt wird's richtig spannend, der gehört zu den drei Pilzen, die man sagt, oder denen man hinterher sagt, dass sie potenzielle Steinpilzstellen anzeigen können. Und das kann ich hier auch bestätigen. Wir haben hier nämlich schon Steinpilze gefunden in der Gegend. Das heißt, das ist einer der drei Anzeiger, die sagen, hier könnten auch im Lauf des Jahres Steinpilze wachsen. Andere Anzeiger sind der Meerräsling und der Fliegenpilz. Gebe ich das auch gerade der Steffi hier rüber. So. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt einmal diese Tour gemacht. Ich würde sagen, das sind schätzungsweise, Moment, ich muss hoch. Da kamen wir her. Also 150 Meter gewesen ungefähr, würde ich schätzen. Und da war jetzt schon ziemlich viel Auswahl, finde ich, für diese kurze Strecke verhältnismäßig. So, jetzt noch kurz das saftige Grün genießen. Und dann mache ich die Kamera an, wenn ich wieder was finde. So, jetzt haben wir hier ein gutes Beispiel, warum man trotzdem aufpassen muss beim Pfefferröhrling. Die Steffi hat gerade auf den ersten Blick den gesehen und gemeint, oh, da haben wir nochmal einen. Aber erstens ist der sehr viel zäher. Zweitens, schaut mal, wie tief der verwurzelt ist. Hier sind deutlich mehr. Wenn wir hier unten dann hinschauen, unter dieses Velum hier, dann haben wir hier Lamellen. Das ist nämlich ein Schwefelröhrling. Ein Ziegelroter, meiner Meinung nach. Schwefelkopf, nicht Schwefelröhrling. Entschuldigung, was für ein Quatsch. Ein Ziegelroter Schwefelkopf, der wäre giftig. Also da muss man wirklich genau deswegen auf die Details ganz genau achten. Der hat einen Zehenstiel, der beim Pfefferröhrling war jetzt gerade brüchig. Der ist hier nämlich in größeren Mengen auch vorhanden. Pfefferröhrlinge findet man in der Regel eher einzeln, auf jeden Fall einzeln wachsend. Und der Röhrling hat eben Röhren unten und diese zimtbraunen Röhren. Und da muss man aufpassen, weil hier am Anfang die Lamellen nicht sofort sichtbar sind. Da ist dann so eine Huthaut noch drumherum. Also das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man da ganz genau hinschaut, weil die hier sind giftig. Der Pfefferröhrling nicht. Und von der Größe her sehr ähnlich. Und jetzt zeige ich euch mal, was hier gerade passiert ist mit meiner neugierigen Charlie. Die hat sich mir einfach auf den Rücken gesetzt. Hey Charlie, was kann man für dich tun? Und genießt jetzt so die Aussicht, während ich hier in der Hocke bin. Und da hinten seht man auch noch die Steffi ganz schön. Genau. So. Aber jetzt gehen wir weiter. Gell, Charlie? Gehst du runter? Dankeschön. So viel dazu. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir letztes Jahr schon sehr viele Hexenröhrlinge gefunden hatten und haben tatsächlich auch hier schon eine weitere gefunden.
Auch die immer noch super schön fest. Und die ist ein gutes Beispiel dafür, warum es sich lohnt, die rauszuziehen. Da ist nämlich deutlich mehr da, als der Anfang vermuten lässt. Und ist natürlich ein bisschen abgefressen hier. Das sieht man. Aber erhitzt werden müssen die sowieso. Also Rosen sind übrigens Hexenröhrlinge auch giftig. Wie die meisten Pilze sollten die nicht roh, also zumindest wild gesammelte Pilze, sollten die nicht roh verzehrt werden. Bei Zuchtpilzen ist es nochmal was anderes. Aber ja, hier sieht man auch wieder die wunderschönen roten Röhren. Die Flocken am Stiel, keine Netzzeichnung. Wenn es eine Netzzeichnung wäre, dann wäre das nämlich eine Netzhexe. Also eine netzstielige, ein netzstieliger Hexenröhrling. Eieiei, ich krieg das heute schon noch hin. Ne? Und dann wäre das nochmal anders. Aber so, hier ein bisschen die Ränder abschneiden. Und dann haben wir eigentlich schon jetzt, zumindest mal, wenn auch nicht so unglaublich viele wie letztes Jahr auf einen Schlag oder wie vielleicht noch später im Jahr, aber zumindest genug für eine schöne Pfanne heute Abend. Wie esst ihr eigentlich netzstielige oder flockenstielige Hexenröhrlinge am liebsten? Bereitet ihr die gleich zu oder macht ihr da Unterschiede? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann haben wir hier nochmal eine sehr zerfressene. Also da ist kaum noch was da und die ist tatsächlich, hier sieht man es, die werden wir jetzt auch so nicht mitnehmen. Die ist von Mäusen zerfressen, da liegt sogar Mäusekot drauf. Und deswegen nehmen wir die definitiv nicht mit. Aber hier als Beispiel, die ist so recht schräg rausgewachsen und entsprechend lang. Aber auch deswegen, weil natürlich Nagetiere hier unter Umständen, Entschuldigung, ich habe schon wieder einen Hund auf dem Rücken, das macht die einfach schon immer sehr gern, schon als Welpe. Ich zeige. So, zurück zur Hexe. Man sieht hier die Zahnfraßspuren und dann eben tatsächlich auch noch ganz klar Mäusekot da drauf. Deswegen kommt die für uns nicht in Frage. Also da, selbst wenn die jetzt wunderschön wäre und da wäre sichtbarer Mäusekot drauf, würde ich die nicht mitnehmen wollen. Weil das ja auch dann nicht nur erhitzt werden muss, natürlich sowieso, aber das wäre ja dann auch in meiner Tasche drin. So, hier haben wir tatsächlich auch nochmal jetzt einen ziemlich angefressenen, flockenstieligen Hexenröhrling. Hier aber wenige Zentimeter daneben noch eine kleine, wunderschöne, aber auch schon teilweise angefressen. Deswegen nehmen wir sie auch mit, weil sonst bleibt die für uns bestimmt nicht stehen. So. Da haben wir auch, sieht man wunderbar, die roten Röhren innen drin. Aber die schneide ich auch gleich noch kurz an hier. Und dann, haben wir hier, und das war jetzt gerade der Fund, schaut euch mal diese Schönheit an. Wunderschön. Perfekt gewachsen. Leicht angefressen, aber na, das ist doch mal richtig, richtig schön, das Ding. Mega. Bist du fertig mit Fotos? Ich habe gemacht, ja. So, dann kann ich sie auch entfernen, wenn Steffi Fotos gemacht hat. Schaut euch die mal an. Diese Schönheit. Die könnte jetzt auch noch mal größer werden. Aber ich mache mir Sorgen, dass die den Tieren hier zum Opfer fallen in den nächsten Tagen, wenn wir sie nicht jetzt mitnehmen. Außerdem wird sie dann heute gleich gegessen. Schaut euch die an. So, und jetzt schneide ich sie mal kurz an und erzähle noch kurz was dazu. Nämlich, hier sieht man jetzt die blauen wunderbar. Es gibt aber tatsächlich auch Hexenröhrlinge, die nicht blauen. Und die sind dann aber trotzdem Hexenröhrlinge, wenn alle anderen Merkmale stimmen. Das ist dann einfach nur eine Varietät, die sich natürlich auch konstant verändern. Solche Pilze. Seht ihr diese Mücken? Überall. Hier ist echt schlimm, deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Wir werden bei lebendigem Leib aufgefressen jetzt. Der Tag neigt sich langsam aber sicher dem Ende und jetzt kommen die ganzen Mücken raus und freuen sich darauf, uns wirklich zu zerfleischen, fast schon. Oder auszusaugen, trifft es eher. Da, direkt auf meinem Finger wieder. Das hört hier nicht auf. Danke, Steffi. Man sieht hier, wie sie wunderbar sofort blau anlaufen. Wir putzen sie hier im Wald, damit so viel wie möglich da bleibt davon. Und wie gesagt, beim Kochen werden sie wieder gelb. So, perfekt. Und wir haben tatsächlich auch die ersten Täublinge gefunden. Schaut euch das mal an. Ich gebe jetzt einmal so raus. Die sieht man kommen. Da hat Steffi jetzt noch eine entdeckt. Jawohl, sehr schön.
Ich weiß jetzt nicht, ich probiere gleich mal, wobei die sehen jetzt alle, doch hier sind ganz kleine noch. Schaut euch die mal an. Ich vermute mal, ihr kennt die Täublingsregel. Ich wiederhole sie trotzdem für Neulinge. Wer Täublinge klar erkennen kann, zum Beispiel an in der Regel brüchigen Lamellen, einem brüchigen Stiel. Hier, die haben in der Regel so einen brüchigen, hohlen Stiel, der wie so Styropor abbricht. Und haben auch, wo ist es hin? Da. Und haben auch hier brüchige Lamellen in der Regel. Der hier, das könnten Frauentäublinge sein. Gerade erkenne ich es auch. Ja, das sind Frauentäublinge. Der hier sind, nee, doch nicht. Okay, sagte ich gerade. Die Farbe hätte jetzt sein können. Hier haben wir jetzt brüchige Lamellen. Also bei einem Frauentäubling, das ist so ziemlich der einzige, bei dem sie eher schmieren. Ansonsten sind sie brüchig wie hier. Und das sind ein paar Erkennungsbeispiele oder Merkmale für Täublinge. Und wer Täublinge erkennt, darf Täublinge auch roh nicht schlucken, aber probieren und drauf rumkauen. Und wenn er nicht scharf wird, dann ist er ein essbarer Täubling. Und wenn er scharf wird, dann ist er ungenießbar. Giftige gibt es in der Regel sehr selten. Aber man muss Täublinge klar erkennen können. Es muss brüchig sein, er darf keine Knolle haben, er darf keine Huthaut haben, er darf keinen Ring haben. Wirklich nur Stiel und Hut, ganz, ganz wichtig. Dann eben brüchig, die Lamellen brüchig in der Regel, der Stiel brüchig, manchmal auch so hohlkammerig. Und es sollte keine Flüssigkeit austreten, wenn nämlich alle anderen Merkmale stimmen und hier eine weiße oder rote Flüssigkeit rauskommt, die auch manchmal gelblich dann wird oder dunkelrot oder grün, dann ist es kein Täubling, sondern ein Milchling. Gehört auch zu den Täublingen, ist aber quasi eine Unterkategorie. So, ich probiere jetzt mal und dann schauen wir mal, ob der hier mild ist. Ne, der wird scharf. Ist also ungenießbar. Aber trotzdem, Leute, die ersten Täublinge. Wie cool. Was, ihr seid immer noch da? Ja, cool. Dann schaut euch doch gleich mal hier das nächste Video an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.